Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, wir gehen heute die Traumschleife Georgi Panoramaweg bei schönem Wetter hoffentlich. Und zu beachten ist, dass es zwei Startpunkte gibt der Tour. Wir starten jetzt in Weierweiler und da geht auch die Beschilderung los. Ja, quasi starten wir sogar ein bisschen außerhalb, weil wir hatten Probleme, einen Parkplatz zu finden. Genau. Und starten die Tour jetzt wirklich beim Wasserwerk in Weierweiler. Und ja, starten die Tour mittendrin, mehr oder weniger. Start bei Kilometer 13, gehen dann zu 1 und dann laufen wir unsere Runde. Ja, wenn ihr wieder Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, und für euch noch so ein paar Infos zur Tour. Wir laufen heute eine recht entspannte Tour. Die hat 14 Kilometer, das ist zwar relativ lang, aber nur knapp 100 Höhenmeter. Also ganz gut zu bewältigen, denken wir. Genau. Und ja, wir sind mal gespannt. Ich glaube noch so um die 70 Erlebnispunkte. Und ja, mal sehen, was die Tour so bringt. Genau. Ja, leider mussten wir gerade eine kleine Umleitung laufen. Da war ein kleines Stück der Feuchtwiesen gesperrt. Ja, und von oben sah es so aus, als wäre da ein Biber aktiv. Vielleicht hat das was damit zu tun gehabt. Man weiß es nicht. Manchmal sind halt Umleitungen auf dem Weg. Genau. Ja, wer sich vielleicht fragt, oh, er hat einen neuen Rucksack, genau, Osprey Talon 22 und den habe ich gewonnen. Dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei dem Outdoor-Laden Kleine Fluchten in Trier bedanken. Ja, und ich hatte dabei in einem Fotowettbewerb mitgemacht mit dem Foto, ich blende mich dann einfach mal gerade hier ein. Und ja, habe da den ersten Platz gemacht und habe diesen Rucksack gewonnen. Nochmal vielen, vielen Dank an Kleine Fluchten Trier und auch vielen Dank an die Leute, die bei der Abstimmung natürlich auch für mein Bild gestimmt haben. Und ja, ich freue mich über diesen neuen Wanderrucksack und da werden bestimmt noch mal ein paar Erfahrungsberichte von einfließen. There's a lot of colors
I don't know where to go. See a lot of color. Only feeling blue. There's a lot of color lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. Ja, hier neben uns seht ihr so ein bisschen so ein Feuchtgebiet, also so richtig Baumstämme, die im Wasser stehen überall. Hat ein bisschen was von einem Sumpf. Ja, und man konnte auf einem Schild lesen, dass es hier wohl ziemlich viele Biber gibt und der Biber das größte Nagetier Europas ist mit einer Länge von 135 cm. Also das ist schon ein bisschen was. 135 cm, das ist auf jeden Fall recht groß und die sind hier, glaube ich, ganz aktiv und ganz glücklich. Ja, man sieht hier auch so ein paar abgenagte Bäume. Eben haben wir ja schon mal am Anfang da irgendwo auch so einen frischen Baum gesehen, der umgelegt wurde. Vielleicht sehen wir ja noch einen Biber, aber die sind, glaube ich, auch eher ein bisschen nachtaktiv. Waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der Tour. Die sehr schön war. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass das eine relativ einfache Tour ist. So war es aus, ging nicht so viel bergauf, nicht so viel bergab. Also ganz entspannt für die Länge. Ja, es empfiehlt sich, sie bei gutem Wetter zu laufen, wie fast jede Tour. Aber dadurch, dass man nicht so viel im Wald ist und viel auf Feldern und Wiesen, ist das gute Wetter natürlich besser als Regen. Genau, und ja, Biber haben wir leider nicht entdeckt. Nein. Aber vielleicht habt ihr ja Glück, wenn ihr die Tour mal nachwandert. Ansonsten war es heute sehr windig. Ja, wie man sieht. Wir sind fast weggeflogen und ja, wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Seid das nächste Mal auch wieder dabei. Lasst uns ein paar Kommentare da. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.